Die Sängerin Rosi Klar bereitet sich auf ein Konzert vor. Luigi Nonos Risonanze Erranti steht auf dem Programm. Nono war ein prägender Komponist der Live-Elektronik in der zeitgenössischen Musik. Durch die technische Umwandlung von Klängen ging er weg von rein natürlichen Musikinstrumenten hin zu etwas Künstlichem. Das betrifft auch den Gesang. Ich habe so Einzeleinwürfe. Ich bin nicht gewohnt, dass ich nur drei Töne abliefer und dann irgendwie fünf Takte warte. Ja? Und das ist schon, also ist einfach eigen. Und von der Konzentration her musst du einfach dranbleiben, dass du überhaupt checkst, in welchem Takt man jetzt irgendwie gerade ist. Vor knapp 30 Jahren schrieb Luigi Nono dieses Stück speziell für die Sängerin Susanne Otto. Sie erklärte sich dazu bereit, Nonos Vision an Rosi Klar persönlich weiterzugeben. Aber dass du da einfach so was ganz Trauriges. Vielleicht. Mehrmals ist Rosi Klar in den letzten Wochen zu ihr nach Freiburg gefahren, um das Stück bis ins kleinste Detail einzustudieren. Geht's noch mehr I vielleicht? Dann meinte sie, ja, an der Stelle vielleicht nicht so hart artikulieren und so. Und dann steht drinnen, dass man sehr streng artikulieren soll. Also einfach von Nono eine Anweisung. Dann sagt sie, ach so, ich habe es immer anders gemacht, aber vielleicht machst du es ja richtig. In Nonos Werk werden durch die Live-Elektronik neue Raumklänge geschaffen. Bei dieser Aufführung sitzt Thomas Troge am Mischpult, Professor für Musikinformatik an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Wenn es trotzdem funktioniert, dann ist es ja in Ordnung. Durch seine Arbeit während des Konzerts entsteht genau der Klang, den Nono beabsichtigt hat. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Und ich muss natürlich vor allen Dingen darauf achten, dass ich wirklich sekundengenau oder auch Zehntelsekunden fast genau die Aussteuerung bewege. Also die Sängerin singt zunächst mit einem normalen Hall von etwa 4 Sekunden und dieser verhallte Klang soll dann bei einer bestimmten Silbe, bei dem Wort Adieu auf das D sozusagen hin, in einen großen Hallraum mit 30 oder 50 Sekunden übergehen. Dann muss ich natürlich ganz präzise zu dem Moment die zwei Feder gegenläufig bewegen. Ein solches Konzert ist für das Publikum immer wieder eine neue Hörerfahrung und für Rosi eine spannende Herausforderung. Bei so einem Stück, das erschließt sich dir nicht sofort und du musst viel dich damit auseinandersetzen, um zu verstehen, was war denn eigentlich gemeint und warum steht jetzt hier eine Quintole und ich soll erst auf die zweite Achtel einsetzen. Also was macht das überhaupt für einen Sinn? Und ich finde es cool, dass sowas gemacht wird. Ich meine, ich würde mich nie hinstellen und irgendwie so eine Nono proben für mich alleine. Also was macht das für einen Sinn, 5 schräge Töne irgendwie vor mich hinzusingen, ja?